Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch heute muss ich mich wieder in Sachen Corona an Sie wenden. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir unser Rathaus mit nur noch eingeschränkten Öffnungszeiten versehen haben. Das heißt, dass Sie alles am besten telefonisch, per Mail oder online erledigen sollen und können. Selbstverständlich ist in dringenden Fällen, in denen unbedingt Sie das Rathaus benötigen, auch eine Möglichkeit für Sie eröffnet. Sie melden sich bitte telefonisch bei uns an und Sie werden dann vom zuständigen Sachbearbeiter im Empfang genommen. Ich bitte Sie, uns hier zu unterstützen, weil ich muss natürlich nicht nur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die größtmögliche Vorsicht walten lassen, sondern auch natürlich für Sie, dass Sie auch nicht hier mit möglichen Kontaktpersonen in Berührung kommen. Ich weiß, dass das jetzt keine populäre Maßnahme ist. Aber sie ist unerlässlich zu Ihrem Schutz, aber auch zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und letztendlich wollen wir ja so lange wie möglich hier den Dienstbetrieb für Sie aufrechterhalten, um als Servicestelle, als Hilfestelle für Sie auch nach wie vor zur Verfügung zu stehen. Es gibt aber so viele Beispiele, wo sich Bürgerinnen und Bürger, Nachbarn helfen. Es gibt den katholischen Frauenbund, es gibt ein tolles Angebot vom Burschenverein und viele, viele mehr. Ich kann sie hier gar nicht alle aufzählen. Es waren jetzt nur die jüngsten Vorschläge, die Ihnen auch gerne persönlich zur Seite stehen wollen. Genauso denken Sie immer dran, unter 65.0 sind wir für Sie erreichbar, für alle Ihre Anliegen. Auch für die Zukunft gilt, wie immer am Ende, bleiben Sie mal gesund.